Mein Name ist Dalibor Markovic. Heute findet Wo ist Hola, der erste Poetry Slam in St. Peter statt. Und im Dezember gibt es auch den ersten Workshop, auch hier in St. Peter. Poetry Slam, da gibt es einige Regeln. Der Text muss vom Poeten selber verfasst sein, er muss ihn auch selber vortragen. Es wird eine Jury geben, die ist schon ausgewählt worden, sie ist unter euch. Es gibt eine Tradition im Poetry Slam, dass der Abend eröffnet wird von einem sogenannten Opferlamm. Das bin in dem Fall ich. Das ist gut fürs Publikum, es ist gut auch für den ersten Poeten, der auftreten wird, da es dann quasi nicht der erste Poet ist. Schere besiegt Papier, das heißt, Poet unterliegt Barbier. Sein offenes Werkzeug zum Zeichen des Sieges, entfernt von der Armut, lächelt Elite. Vielleicht gibt es eine Verbindung für beide, dann wäre es ein Dreieck und hätte eine Fläche, die man berechnet und dann dementsprechend in die gerechten Teile zerschneidet, zu kleinen konzentrischen Kreisen, wie feines Konfetti zum Schmeißen. Am nächsten Morgen wird alles gekehrt, zur Müllentsorgung in Säcke gesperrt und der Alltag kommt wieder in Gang. Übern Asphalt sieht man den Mann, wie er rennt zum Bus, er bremst zum Schluss vor verschlossenen Türen und schimpft, Wort Geschosse ganz übel und schlimm. Ich sehe das von Weitem, verstehe die Verzweiflung und dreh mir einstweilen eine Zigarette, bin kurz vor der Zieladresse und prüfe, ob die Kassette noch in meiner Hosentasche steckt. Check. Zu Hause, da dachte ich noch an einen Brief auf Papier, aber es lief nicht und schier aus dem Nichts, da entschied ich mich für eine Schere aus Fingern. Sie näherte sich in meinem Zimmer einem Gerät, das man englisch auch Tape Deck bezeichnet und drückte Play Rec gleichzeitig. Die ersten Aufnahmen waren mir zu uncool, musste oft zurückspulen und neu beginnen. Es lag an meiner Stimme. Sie klangen unwahrscheinlich, unbeteiligt, so als wären Worte Algorithmen. Daher nahm ich Beats, also Rhythmen, zu Hilfe. Sie lockern die Schranken, eröffnen Gedanken, zu denen man sonst vielleicht nicht hingelangte. Sie dringen nach innen zu leiseren Stimmen und schaffen es, diese zum Klingen zu bringen. Du bist in diesem Leben erwiesen, hundertmaßen das, was ich suche und hoffe, die fiesen Worte verziehen, zu bekommen, das fände ich super gut. Natürlich weiß ich, dass es nicht leicht ist, aber bitte gib mir eine Chance, nur eine letzte. Wir sind vielleicht wie nur so, zum Beispiel so verwoben wie diese Beats und Sätze. Darum, lass mich erklären, warum fällt es mir so schwer, dir ins Gesicht zu sagen, wie sehr ich dich mag. Das hängt nur mit mir selbst zusammen, kannst nix führst, ist meinst Zustand, wert mich sehr starkst fährt suchend zu bessern, das wirdst sehr hartst führt mich deshalb. Gib mir was Zeit, nur für mich allein, nur damit du weißt, ich bin dein für immer. Aber gerade brauche ich nur meine Couch und da kann ich abtauchen im Zimmer. Darum nehme ich diese Kassette hier auf, mit was mir im Kopf steckt. Ich glaube, ich drücke jetzt Stopp, Eject. Vor ihrem Briefkasten hielt ich noch inne, schob danach diese Kassette nach innen, hab danach nie mehr etwas gehört von ihr, hatte zu viel schon vorher zerstört. Eine Zweisamkeit, es liegt auf der Hand, wird von einem zu Stein gewordenen Herz besiegt irgendwann. Vielen Dank.
Also der Wettbewerb ist, der zählt heute nicht. Es gibt echt viel Wichtigeres. Das einzig Wichtige, das müsst ihr euch einprägen, wirklich ganz fest in eure Köpfe. Das einzig Wichtige heute ist, dass ihr später alle mein Buch kauft, aus dem ich jetzt vorlese. Es heißt Geschlechtsverkehr, eine Einführung. Und um ein Argument zu schaffen, werde ich auch direkt die Titelgeschichte lesen, in Auszügen. Nachdem mir meine Eltern aus verschiedensten Gründen den Tag lang aus dem Weg gegangen waren, fand ich abends ein Buch auf meinem Kopfkissen. Ja, wo kommt das denn her, dachte ich, so ein Zufall. Aber auch, ich musste den Titel wieder und wieder lesen, bis ich verstand, ein Aufklärungsbuch genauer, ein Aufklärungsbilderbuch genauer, ein Aufklärungsbilderbuch auf Schwäbisch. Wo kommen denn die kleinen Kinder her, war der Titel. Und die Hauptfiguren, Tmo und Fra, hatten große Ähnlichkeit mit dem Gilb, den ich aus der Waschmittelwerbung kannte. Sie waren das ganze Buch lang nackt, dabei übergewichtig und unästhetisch. Zugleich war es meine erste Erfahrung mit der schwäbischen Mundart, dann auch noch gedruckt. Die Lektüre war eine echte Herausforderung. Ich zitiere eine bedeutende Stelle. Beute nimmt sich fest in Arm, weil das richtig gut tut. Und nach einer Weile wird der Mo sein Penis steif und hart und viel gräser wie sonst. Er wird gräser, weil er gleich ebbes zu schaffe kriegt. Wer wäre nach einer solchen Beschreibung nicht verstört? Diese ganzen komplizierten Fachtermini, die sie mir völlig unklaren Zusammenhänge. Ich war überfordert und ich glaube, ich war nicht der Einzige. Vielleicht machten Gregors Dad und Blumenbärbel deshalb etwas ganz anderes miteinander, weil sie gar nicht verheiratet waren und es also überhaupt nicht ging. Sie übten nur. Aber woher sollte Gregor das auch wissen? Er hatte das Buch sicherlich nicht gelesen. Das Buch, das die große schwäbische Wahrheit verkündete und das ich am nächsten Tag natürlich mit in die Schule nahm, um mein neues Wissen zu teilen. Da war das Aufsehen groß. Na, schon auch ein bisschen langweilig, meinte Gregor, als am Ende das Kind geboren war. Da habe ich echt keine Lust drauf irgendwie. Wir einigten uns mehr oder weniger alle darauf, niemals Sex haben zu wollen, weil es zu viel Aufwand mit sich brachte und man außerdem Schwäbisch lernen musste, um es durchzuziehen. Danke fürs Zuhören. Wir waren mit der Bahn unterwegs, weil Serge und Vitali irgendwo Klamotten klauen wollten. Am besten ginge das im Kick, versicherten sie mir. Vitali meint nämlich, es wäre einfacher, in Läden zu klauen, die ohnehin super günstig sind und es keiner erwartet. Als wir vor zur Bahnhaltestelle gingen, wurde uns der Weg von einem Nazi-Aufmarsch versperrt. Ein großes Polizeiaufgebot versuchte, die Nazis und die zahlreichen Gegendemonstranten voneinander fernzuhalten. Die Gegendemonstranten skandierten lautstark: Faschisten raus! Oder Nazis sind scheiße! Aber die Nazis gingen unbeeindruckt und lächelnd weiter. Als Serge das sah, murmelte er irgendwas von psychologischer Kriegsführung und dass man die Nazis eigentlich so beleidigen müsse, dass sie auch wirklich verletzt. Man müsse sich in sie hineinversetzen, sagte er in meine Richtung, schnappte sich das Megafon eines Gegendemonstranten, räusperte sich kurz und begann dann aus vollem Halse zu schreien: Nazis sind Neger! Nazis sind Neger! Auf einmal wurde es totenstill auf dem gesamten Platz. Die Nazis blieben stehen und alle Gegendemonstranten hörten auf zu schreien und schauten zu uns. Ich machte unauffällig zwei kleine Schritte zur Seite und grinste etwas scheu und grenzdebil in der Gegend herum. Serge lächelte allen Nicken zu und schrie weiter in sein Megafon: Nazis geht kacken, eure Eltern sind Kanaken! Das war der Startschuss. Auf einmal tickten die Nazis voll aus und wollten auf uns losgehen. Die Polizei hielt sie nur mit sehr viel Mühe zurück. Als die verdutzten Gegendemonstranten sahen, wie sehr sich die Nazis darüber aufregten, stimmten sie auf einmal mit ein und wir alle beschimpften die Nazis gemeinsam. So sangen alle: Hunde, Türken oder Streuner, alle Nazis sind Zigeuner! Von überall wurden Döner und Bananen auf die Nazis geworfen. Und die Nazis antworten mit mehreren Salven, Weißwürsten und Sauerkraut. Die Polizei wirkte überfordert und das Ganze artete daraufhin sehr schnell zu einer ausgewachsenen Straßenschlacht aus. Serge, Vitali und ich schlichen uns aus dem Tohuwabohu der Menschenmassen heraus und verkrümelten uns in eine Seitenstraße. Vielleicht werde ich zur Feier des Tages heute auch was klauen, sage ich zu den Jungs und wir gehen gut gelaunt in Richtung Kick. Danke. Ich würde dem Abend nun gerne ein bisschen einen hochkulturellen Touch verleihen. Und zwar habe ich eine Hommage geschrieben an Georg Büchners Woyzeck. Darf ich kurz mal in die Runde fragen, wer hat denn Woyzeck gelesen? Das sind ja so ein paar. Okay, also wer es nicht gelesen hat, man muss für diesen Text vielleicht wissen, dass Woyzeck im Original irgendwie so ein klitzekleines bisschen eifersüchtig unterwegs ist. Und ja, dass das Original aus Textfragmenten besteht, wie auch meine Hommage aus Textfragmenten besteht. Ich werde sie in umgekehrter Reihenfolge vortragen, weil so aus der entstandenen traurigen Liebesgeschichte eine glückliche wird. So, ich beginne. Schluss.
Fragment 8 von 8. Ich sitze in Unterwäsche von vor ein paar Tagen in der Küche und trinke Schnaps aus einer Kaffeetasse. Die Tasse trägt die Aufschrift Liebe ist... Es dauert eine ganze Weile, bis ich merke, dass kalter Schnaps nicht heiß ist und ich deshalb vor dem Trinken nicht pusten muss. Vor mir steht schon wieder eine Schüssel heiße Erbsensuppe, die Andi hingestellt hat, damit ich was esse. Du musst endlich aufhören, dich so gehen zu lassen, sagt Andi. Was meinst du, frage ich und greife mir mit der Hand ein paar Erbsen aus der Suppe. Er deutet auf meine Unterwäsche. Da hängt ein Stück Sack raus, sagt er. Ich nehme noch einen Schluck Schnaps aus meiner Kaffeetasse. Das Spülbecken ist voll mit meinem Geschirr der letzten Woche. Ich finde, Andi muss spülen, weil er heute gekocht hat. Fragment 5 von 8. Du musst Schnaps trinken, sagt dieser Typ neben mir an meinem Küchentisch. Dieser Typ heißt Andi und ist mein Mitbewohner und bester Freund. Er hat sich mit jedem weiteren Schnaps weit weniger angestrengt, mich zu überzeugen und ist mit jedem weiteren Schnaps weit überzeugender geworden. Die schläft mit dem scheiß Schlagzeuger. Ich kann es nicht beweisen, aber ich weiß es, sage ich und kippe den nächsten Schnaps runter. Wir mussten dieses scheiß Pärchenspiel ja unbedingt noch spielen. Andi kippt auch noch einen Schnaps runter und sagt nichts. Dafür juckt meinen Gipsarm und Klaus Kinski sagt, stich sie tot. Aber Klaus Kinski ist selber tot und eigentlich gar nicht hier und in dieser Geschichte stirbt niemand, weder Marie noch der Schlagzeuger. Fußnote. Was ein bisschen schade ist, weil so der folgende großartige Dialog in diesem Text nicht vorkommen wird. Herr Kommissar, was ist mit dem Toten? Er wirkt. Fußnote Ende. Es klirrt und platscht ein bisschen, als Andi den Kopf in die Erbsensuppe fallen lässt. Betrunken ist, wenn man betrunken ist, lallt er. Ich grinse debil und kann das erst wieder abstellen, als ich gegen eine Steinmauer laufe und mir die Schnick-Schnack-Schnuck-Hand breche. Stein zerbricht Schere. Beginn. Fragment 1 von 8. Marie, sagt Marie, die Frau mit den langen schwarzen Haaren, die ich total faszinierend finde. Marvin, sage ich. Du musst Schnaps trinken, sagt Marie. Wir haben gerade mit dem einfachsten aller Trinkspiele begonnen, Schnick, Schnack, Schnuck. Das wird ihr Untergang sein, ich bin ziemlich gut in Schnick, Schnack, Schnuck. Das Geheimnis ist Konstanz. Ich glaube, ich bin verliebt. Dankeschön. So, Shalom allerseits. Ich habe einen Text dabei, der heißt Vergiss die Wut nicht und ist eine Ausrede. Heute liege ich um 8 Uhr mit Riesenpupillen im vollen Zug und muss mich übergeben. Was denn da passiert? Da reimt sich alles aufeinander außer früher und heute. Es war ja auch ein anderer, der die Mühe nicht scheute. Wir hatten ja nie vor, dieses Leben zu verändern. Wir bemerken nur, fuck, wir sind umgeben von Verschwendern. Wir bekamen einen Schock und es begann zu rattern. In unseren kleinen Kopf meckten wir, dass wir satt haben, wir haben keinen Bock mehr und es begann zu schnattern. Wir diskutierten über alles auf dem Schulhof im Klugscheißer-Style. Jetzt echt mal dreckig, echter Gossenhauer, doch ich check die Dialektik wie Schopenhauer. Oh, du Schlauer, ich gucke Arte, doch eigentlich bist du nur ein kleiner Zwuckel wie Sartre. Nee, ich bin größer als du, weiß nicht, was dir von Kopf stieß, immer primitiv wie die Texte Bukowskis. Nee, du bist verwöhnt wie die reichen Kids, die immer nur am Nörgeln sind wie Reich Ranitzky. Oh, das ist der Hammer, du bist echt im Schuss, doch ich sag, fick deine Mama wie Ödipus. Aha, aha, jetzt wird es interessant, Mutterfick-Komplex à la Immanuel Kant. Ich bin intelligenter, der mit Freude erkannt, doch verwechselt immer noch die Freud mit Kant, Bujaka. Und alle kamen, sahen und gingen wieder weg, weil wir scheiße langweilig waren. Aber wir waren krass, denn wir hatten Ideale und gingen damit auch auf die Straße. Ein kleines Nein, das tut es auch. Man muss nicht mal schreien, denn da war Wut im Bauch. Und wo heute diese Wut ist, das möchtest du wissen? Nun ja, mit 18 kam dann halt das Kiffen. Pff, vergiss die Wut nicht! Wow, ey, chill. Es ist vielleicht etwas feige, seinem Vaterland an allem die Schuld zu geben, aber als ich irgendwann raffte, dass ich aus einem Land komme, welches so klein ist, entwickelte ich einen so großen Hass gegen es. Liebe Schweiz, deine Überkorrektheit ist zum Ausrasten. Ich erinnere mich an meinen ersten 18., ja, an den ersten 18. Geburtstag, ja, oder auch einfach an den 18. Geburtstag, als ich zum ersten Mal legal ein Bier kaufen wollte. Ausweis bitte, ja, sehr, sehr gern. Ah, oh, sie haben genau heute Geburtstag, jo. Sie haben genau heute Geburtstag, sie sagte so laut, dass die ganze Reihe hinter mir freundlich zunickte. Ah, dann kann ich Ihnen das Bier leider nicht verkaufen. Ja, wie bitte? Ja, erst morgen. Ihr Europäer wisst, die Amerikaner sind schuld.
Die Amerikaner sagen, die Islamisten sind schuld. Die Islamisten sagen, die Israelis sind schuld. Die Israelis sagen, die Deutschen waren schuld. Die Deutschen sagen, Großväter waren schuld. Die Großväter sagen, Computer sind schuld. Computer sagen 1, 0, 0, 1, 0, 1. Das 0 zu 1 sagt, der Schiri war schuld. Der Schiri sagt, der Blickwinkel war schuld. Und der Blickwinkel sagt, ah Mann, immer ich. Und irgendwann kommt dann die Schuld. Dann kommt irgendwann die Schuld höchstpersönlich. Sagt, hey, hi, wieso fragt mich eigentlich keiner? Und wir fragen die Schuld, liebe Schuld, wer ist schuld? Und sie sagt, ja, ich bin's. Und alle jubeln, wee, Obama. Wee, Stuttgart 21, wee, Mitteparteien, wee, Pandamaske. Doch es hat sich nichts verändert, außer dass wir wee gesagt haben. Aber der Schweizer sagt, ja, nee, dazu habe ich also keine Meinung. Käse. Und wo heute dieser Schweizhass ist, das ist deine Frage. Nun ja, mit 20 bekam ich meine erste Gage. Pff, vergiss die Wut nicht. Wo ist deine Wut gegen Autoritäten? Ach, ich kann mich doch nicht selber hassen. Pff, wo ist deine Wut gegen Fremdbestimmung? Es wird von meiner Agentur geregelt. Pff, wo ist deine Wut gegen Drogenkonsum? Pff, vergiss die Wut nicht, vergiss die Wut nicht. Im Ernst, wie soll ich mich noch über irgendwas aufregen? Man findet doch für alles noch gute Ausreden. Aber ein kleines Nein, das tut es auch. Man muss sich mal schreien, denn da ist Wut im Bauch. Dankeschön. Merci. Gebt einen warmherzigen und donnernden Applaus bitte für Telheim und Buff Chuck. Schlammschlacht, wir rammen deine Prachtjacht mit dem Ellenbogen, der Krach macht. Kein Kraftakt, wenn dein Jenga-Türmchen abknallt. Das hier ist Schlammschlacht, kein Kraftakt, wenn dein Jenga-Türmchen abknallt. Ja. Ja, ja, ja. Verschiedene Dinge, die tagtäglich passieren. So viele Menschen, die ständig nur ihre eigenen Oberschenkel massieren. Bereit für den Lauf. Alles zu kaufen, bereit alle über den Haufen zu schießen, so muss es im Leben eben laufen. Immer gegeneinander wandert die Wand entlang und keiner weiß warum. Die meisten, die dagegen sind, haben schon angefangen zu verstummen. So viele verschiedene Momente bedeuten so verschiedene vieles. Doch keiner weiß genau, wie eigentlich die Regeln des Spiels sind. Also rennen wir alle gegeneinander, wandern so weit, sodass keiner mehr weiß. Wie war das eigentlich mit dem Glückseligkeitsbeweis, was? Ich kann dich nicht hören, der Bus ist so laut, alle sind so laut. Alle, die ganze Zeit mit ihren Fingerchen auf die Scheißknöpfe vom iPod hauen. Vom iPad, iPod und wie der ganze Schrott denn heißt. Ich hab nicht mal Facebook, denn bei sowas werde ich meist leicht. Meine Kinder übertönen das mit ihrem iPad, doch das ist die Ironie des Schicksals. Alles, was passiert ist, ist morgen oder gestern oder morgen schon Stigma. Ja, ja, morgen schon Stigma. Morgen schon Stigma. Morgen schon Stigma, ist morgen schon Stigma. Wenn die Flucht nach vorn der letzte Ausweg ist, um Land zu gewinnen, wenn jeder Wegweiser flüstert, geh nirgendwo hin, geh nimmer wohin, wenn nichts Gutes ist an diesem Ding, dann hilft nur Anlauf nehmen und springen. Wenn früher dein Plan war, mit Peter Pan fortzuziehen und jetzt deine Zeitbombe im Herz lauter tickt als die Uhr bei den Krokodilen, da musst du aufhören zu fragen, da musst du Anlauf nehmen und fliegen. Wenn Peter Pan dir seine Hand reicht und sagt, fass mich nicht an, niemand darf Peter Pan anfassen, dann musst du Anlauf nehmen und die Richtung den besseren Straßen anpassen.
Es gibt nichts, das irgendetwas an irgendetwas ändert. Es gibt nichts, das irgendetwas an irgendetwas ändert. Und Wendy, du weißt es, dort, wo kein Schatten ist, vermissen wir schmerzlich das Licht, das wir früher einmal hatten. Und was später davon übrig ist, legt sich mit Teilen und ohne Farbe um deinen Nacken. Er ist nur verloren gegangen, denkt sie sich. My lost boy. Und nimmer, nimmer Land in sich, das es zu gewinnen gibt für dich, mein Freund. And I know that my heart is a heavy one. It was heavy right from the start, sagt Wendy. Und zurücklassen ist immer besser, als zurückgelassen zu werden. Dann nimmt sie Anlauf und es knirscht, als sich ihre Füße zwischen Boden und Tatsachen erden. Immer die Frage, wie ich die Balance halten soll, wenn das Herz auf einer Seite so sehr schlägt. Immer die Frage, wie man die Balance halten soll, wenn das Herz auf seiner Seite so schwer schlägt. Und Liebeskummer, schrieb sie mir, ist doch auch nur irgendeine Form von Heimweh. Doch wo das Zuhause ist, weiß ich nicht. Und Heimat ist der Moment, in dem ich Peter Pan endlich weinen sehe. Der Junge, den keiner anfasst und der niemals weint. Das ist der Versuch, zu bleiben, wo keiner bleibt. Und Wendy, sag ich, Wendy, er wird es niemals tun. Und du wirst nicht glauben, dass es so ist. Und Wendy antwortet, ich suche doch nur Beständigkeit in einer Welt, in der mir ständig kalt ist, in der ich ständig Halt vermisse, in der meine Hülle nicht rissig wird, wenn ich Peter Pan verliere. An dieser Stelle, ich wiederhole, an dieser Stelle sollte eine Erinnerung sitzen. Aber statt Momenten im Kopf ist da nichts zwischen den Neuronen blitzen. Und wenn du Fragen stellen willst, was war und auch was sein wird, sei leise, ich bitte dich, bevor die Fragen einer hört. Und Wendy nimmt allen Mut zusammen. Der letzte Gedanke an Peters Gesicht. Sieht aus dem Fenster hinaus, blickt ins Leere und sagt, Peter Pan, weil keiner dich berühren darf, damit du nicht zerbrichst, musst auch du mich vergessen, damit du bleibst, wer du bist. Denn alle kehrten eines Tages zurück. Nur du nicht, my lost boy, weil du sogar das Zurückkehren vergisst. Und Wendy wächst und die Zeit vergeht und Wendy lässt das Fenster für Peter Pan offen. Doch den Jungen, der sich nicht berühren lässt, den hat sie nie wieder getroffen. Das Schlimmste ist, sagt Wendy zu mir, das Schlimmste ist, wenn dir niemand folgt, um dich zurückzubringen. Und als sie sich umdreht, flüstert sie, gesprungen bin ich, aber es war dann wohl nichts mit dem Fliegen. Doch eines Tages, aber das weiß Wendy noch nicht, wird Peter Pan wiederkommen. Doch sie ist dann nicht mehr die, die sie heute noch ist und die Erinnerungen verschwommen. Und Wendy sagt, das mit der Balance, das übe ich nochmal. Und auch das mit dem Vergessen. Und dann dreht sie sich um, um ihren Schatten zu küssen. Vielen Dank. Ich bin da eigentlich auch in guter Gesellschaft. Also meine, der Ort, an dem ich, von dem ich herkomme, das ist ein bisschen diffus. Also ich habe 4 Großeltern, einen jüdischen Quacksalber, eine rumänische Ziegenhirtin, einen russischen Soldaten und eine griechische Apfelbäuerin. Das ist ein bisschen kompliziert. Und ja, davon handelt der Text ein bisschen. Und weil hier Hola ist, ist das eine Premiere, ist ein ganz neuer Text. Und hier ist er für euch. Wir strauchelten und stießen aneinander. Wir stolperten in verschiedene Richtungen. Sprachen dieselbe deutsche Sprache, um uns doch nicht zu verstehen. Sicher versiegelt. In den Schubladen unserer sonderbaren Heimat, hier in die wir ungesehen hineingeworfen. Die du nie hinterfragt und in der ich mich immer fremd gefühlt hatte. Wer sind wir denn? In diesem lächerlichen Fragment einer Idee eines Sommers, der dich 2 Wochen lang in seine Arme schließt, um dich dann ungefickt im Regen stehen zu lassen. Wir stehen mal wieder ratlos voreinander. Du fragst mich, ob man das so macht, da wo ich herkomme. Ob sich das so gehört, da wo meine Mutter ihre Äpfel erntet. Da wo mein Vater nachts Steine nach wilden Hunden schmeißt, selbstbewusst, selbstverständlich. Und mir völlig unmöglich, die ich sterbe vor Angst. Nicht überlebensfähig, da wo ich herkomme, herkomme hin. Wer wollen wir denn sein?
Mein Bruder heißt seit neuestem Friedewald. Ich mag diesen Namen. Ich mag ihn lieber als den, den er davor und die, die ihm den davor gegeben hatte. Aber sag, was willst du denn verstecken, Bruder? Hinter Burghelm, Eisenknecht und Kleinschmidt, sie werden dich immer finden. Fremdartig, larifarig, aus der Art geartet, von woanders hergekommen. Immer noch erkennt man dich, Bruder. An deiner vermeintlichen Faul- und Unpünktlichkeit. An der Unmöglichkeit, ein halbes Jahr im Voraus genaue Uhrzeiten für Spieleabende festzulegen. Was sollen überhaupt diese gottverdammten Spieleabende mit Nudelsalat und Bockwürstchen, was soll das? Ein halbes Jahr im Voraus genaue Routen für Fahrradtouren durch den Schwarzwald. Mit deinen beiden reizenden Töchterchen im Anhängerchen mit Helmchen und geschmierten Gummibroten, was soll das? Immer noch erkennt man uns, weil wir daran scheitern, korrekte, kinderärztlich verordnete Schlafprotokolle anzufertigen. Über die nächtlichen Aktivitäten unserer Kinder, gottverdammt, was soll das? Um zu protokollieren, dass alles normgemäß und unauffällig sei, was sie da tun des Nachts. Schlafen und träumen und pissen und schreien, was man halt so tut, nachts in Deutschland. Ja? Wir sind anders. Und ja, wir wollen das doch eigentlich gar nicht anders und doch lassen wir es uns gefallen, jeden Tag, dass man uns die Andersartigkeit abfällig attestiert. Da bist du halt anders aufgewachsen als ich, als wir hier in meiner Heimat. Ich kam nie von woanders her, ich bin hier, schon immer gewesen, ja, und ich kann. Innerhalb von Minuten ein gekipptes Klofenster knacken und ins Haus meiner Schwiegermutter einsteigen. Sogar im 7. Monat schwanger. Ja, das habe ich gemacht. Und mit ein bisschen Übung braucht es nur Sekunden. Und das sage ich mit nicht wenig Stolz. Denn Kraft meiner Herkunft gilt mir Hausfriedensbruch und Urkundenfälschung noch etwas. Ja, ich kann. In der Leidenschaft einer kerzenwarmen Nacht ein Feuer legen, das 3 Einsatzwegen alarmiert. Ich spreche da nicht so gern drüber, aber Marbacher Weg 14 in Marburg, 23. November 2009. Aber ich muss jetzt eigentlich, also ich muss euch eine Sache sagen, nur falls es euch mal, falls ihr mal ein Feuer legt, weil das kann ja immer mal passieren, dann dürft ihr 2 Sachen nicht sagen bei der getrennt erfolgenden Befragung durch die Polizei. Erstens, ich habe ein Feuer gelegt und dann bin ich eingeschlafen. Ich habe ein Feuer gelegt und dann habe ich den Raum verlassen, ist auch nicht so gut. Aber was ihr sagen dürft, was im Einklang mit der deutschen Rechtsprechung, ich habe ein Feuer gelegt und hatte wilden, ungezügelten Sex. Das ist erlaubt und das dürft ihr sagen, dann wird die Anklage wegen grob fahrlässiger Brandstiftung bestimmt fallen gelassen. Ich spreche da aus eigener Erfahrung. Ich sollte sagen, St. Peter, ich sag St. Peter, Dankeschön.